Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Software Digital. Heute werden wir die Taurus PT92 anschauen. Viel Spaß und weiter geht's mit dem nach dem Intro. So, kommen wir zuallererst mal zu den Infos. Also, diese Waffe ist von der Marke Cybergun. Die stellt sehr gute Softwarewaffen her. Das Ganze ist Federdruck. Jedoch hier nochmal an der rechten. Ach, die Kamera. Muss erstmal schärfer gestellt werden. Und schon. Ah, ist ja auch klar. Gut. Die schafft 90 Meter pro Sekunde eine Kugel, wenn man die abfeuert. Unter 0,5 Joule. Also alle Waffen, die ich in diesem YouTube-Kanal hier zeigen werde, haben unter 0,5 Joule, weil es sich sonst um Waffen handelt, die über 18 Jahren wären. Und 30 Meter kann man schießen, also 30 Meter weit. Ja, 12 BBs passen in ein Magazin rein. 556 Gramm wiegt die ganze Waffe. So arg schwer ist es jetzt nicht wie die andere Waffe, die ich hatte. Die war 200 Gramm schwerer. Aber ist sehr gut zu bedienen. 214 mm ist die Waffe insgesamt lang. Und ja, das haben wir schon vorgelesen. Hier nochmal der Metallschlitten. Ist aus Metall. Und ja, Federung. Gut, dann packen wir die Waffe mal aus. Soweit ich mich erinnern kann, war bei der Waffe hier keine Anleitung dabei. Dafür aber also sind hier Patronen nochmal dabei, Munition. Hoffentlich passiert mir jetzt nicht das wieder wie beim letzten Video, dass mir alle Patronen hier wieder rausfallen, alle BBs. Na komm schon. Mit einer Hand ist es schwierig, mit einer Hand muss ich ja filmen. Die sind hier eingepackt, die habe ich auch noch nicht ausgepackt. Extra, weil ich das hier drin lassen wollte erstmal. Hier steht auch nochmal. 20 Gramm. Pro Kugel. Pack das Ganze mal wieder ein. Okay. So sieht jetzt die Waffe aus. Hier steht jetzt nochmal Made in Taiwan. Also in Taiwan werden sehr gute und viele Softwarewaffen hergestellt. Dann Energie 0,5 Joule. Und ja, hier steht dann nochmal der Name der Waffe drauf. Auch noch, dass es Kaliber 9mm hat. Hier steht nochmal auch die Marke drauf, Taurus. Hier der Schlittenfang ist ja wie gesagt aus Metall. Das Griffstück ist jetzt wieder aus Plastik. Fühlt sich aber auch sehr angenehm an, dieser Kunststoff. Also es ist schon auch wieder edel gemacht. Hier kann man laden, schießen. So wie bei der anderen, bei der Colt. Hier kann man jetzt leider nicht sichern, so wie bei der anderen Waffe, das ist jetzt einfach nur Schutz, damit dieses Griffstück hier nicht weggeht. Das ist extra noch mit dem Griffstück drin, mit den Schrauben. Hier ist extra noch so ein roter Punkt, damit man sieht, das kann man hier nicht hochdrücken. Sichern kann man das, wenn man hier auf dieser Seite, also hier, so ist es gesichert. So ist es entsichert. Also, entsichert, gesichert. Es ist eine wirklich sehr handliche und gute Waffe, finde ich. Sieht auch sehr realistisch aus. Kommen wir mal zu dem Magazin. So, muss man auch wieder auf so einen Knopf hier drauf drücken. So. Hier, man kann es auch wieder runterziehen. Ich lade mal schnell nach. So, da habe ich jetzt erstmal nachgeladen. So. Jetzt die Waffe geladen. Hier kann man ja jetzt sichern, damit man nicht mehr schießen kann. Jetzt könnte ich abdrücken, mache ich aber nicht. Ich entlade jetzt mal die Waffe, weil wir die Waffe jetzt erstmal auseinandernehmen. Hier sieht man auch noch Kimme und Korn. Kimme ist nicht gefärbt, Korn aber schon. Macht das Ganze auch nochmal viel einfacher zum Zielen. Also wie gesagt, ich nehme jetzt mal das Magazin raus.
Also, um die Waffe jetzt auseinanderzunehmen, betätigt man jetzt einmal das da. Also, diesen Riegel hier schieben wir einmal rum. Dann ziehen wir ihn einfach hier raus. Diesen Stift. Dann muss kurz die Waffe einmal durchladen und dann, ja, wenn man nicht durchgeladen hat, kann man das auch nicht wegnehmen, den Schlitten fangen. Moment. Jetzt ist die Waffe durchgeladen. Jetzt muss ich einmal abdrücken. Jetzt ist die Waffe so. Dann können wir jetzt den Schlitten fangen nehmen. Waffe abschieben. Dann sieht die Waffe einmal von innen aus. Hier noch die Seriennummer. An der anderen Seite noch. Gut, kommen wir jetzt mal zu dem Schlittenfang. Bei mir ist der Schlittenfang etwas kaputt, deswegen habe ich Schwierigkeiten beim Wiederzusammensetzen, muss ich nachher wieder einen Schnitt ins Video machen. Die ganze Federung, das Öl sieht man auch noch. Spannend. Da nehme ich mal die ganze Waffe wieder zusammen. Mit dem Magazin nehme ich jetzt mal alles wieder zusammen. So, damit bin ich jetzt fertig. Also ihr seht, die Waffe ist jetzt wieder zusammengebaut. Ist wirklich sehr gut. Also wenn man vorsichtig mit der Waffe umgeht, dann hält die lange. Also ihr seht jetzt, das hier ist die Waffe ist geladen. Sieht man an dem Teil hier hinten. Jetzt gucken wir mal rein, ob man die Kugel sieht. Ja. Wenn ich nicht so zittern würde die ganze Zeit. Ich mache jetzt auch einmal noch kurz ohne Licht. Zeige ich euch nochmal die ganze Waffe. Also gönnt ihr euch. Die ist wirklich sehr... Ich werde euch auch nochmal den Link von der Waffe in der Beschreibung einblenden, damit ihr die Waffe auch erwerben könnt, wenn ihr möchtet. Und dann kommen wir jetzt zum Schusstest. Also dann lade ich jetzt mal die Waffe nochmal durch. So, habe ich die Kamera wieder aufgestellt. Magazin ist leer, Freunde. Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Lasst einfach einen Daumen nach oben da oder nach unten, wenn ihr es nicht gut fandet. Lasst ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu läuten, sonst erhaltet ihr nicht meine neuen Videos, die Nachrichten. Dann wünsche ich euch noch was Schönes und ciao.